Kurz zur Vorinfo, der Start war nicht ganz wie geplant, es hat sehr stark geleckt, aber im Endeffekt hat es dann doch geklappt und die Pings waren wieder gut und der Server ist dann wieder gut gelaufen und ja, jetzt geht's halt ganz normal weiter wie normal. Varo, habt ja viel Spaß, danke. Hallo! Meine Freunde und willkommen zum Varo-Projekt. Es sind extrem viele Leute da und dabei haben wir den Schattegar. Hallo! Ist der epische Moment gekommen, meine Freunde. Der Countdown läuft. Fuck. Bau das Holz ab und dann rennen wir weiter. Einfach Watte töten über die Kühe. Fell. Ja, wir müssen erstmal Holz abbauen, weil gerade ist wichtiger, dass wir essen. Ich mag Steinspitzhacke. So, das Wetter ist wieder gut. Pings sind gut. Puh, okay, also ein paar Startschwierigkeiten, aber ich glaube, es geht jetzt. Das ist sehr schön. Aber ich würde sagen, wir machen dann hier zu. Wait, ich baue ein bisschen Erde ab, damit wir hier zubauen können, okay? Damit niemand sieht, dass wir hier gebaut haben. Eigentlich, nee, wir sollten noch Holz holen. Das wäre intelligent. Darf man jetzt fighten? Ja, oder? Okay, man darf noch nicht fighten. Hättest du zugehört? Ich glaube, ich habe nicht zugehört. Okay, wir haben 26 Holz, das reicht. Bau zu, Baueingang zu. Okay. Mit Erde, mein Freund. Ja, ja. Nimm den Ofen mit, wir gehen runter. Okay, ich habe 8 Leder, das ist auch gut. Zuckerrohr haben wir auch, perfekt. Hä, hier ist absolut kein Iron. Ich finde einfach kein Iron. Ich habe 8 Eisen gefunden. Hacker. Chatverlauf ist bis jetzt wirklich spannender als das ganze Varo-Projekt gefühlt. Scheiße, Spitzhacke kaputt. Kein Problem, ich mache mir einfach eine Working Bench. Ich habe so viel Holz. Brauchst du Holz? Bisschen, ja. Gebe ich dir aber nicht. Nein, ich habe eine Axt. Oh, Junge, Schusszeit um, direkt alle umgebracht. Was? Ich habe noch eine Axt gecraftet. Hast du Fackel platziert? Achso, ich habe schon gedacht, Digga, ober mir ist Lava. Ich habe gedacht, ich sterb gleich. Das wäre zu nice gewesen. Stein, damit wir unseren Weg zubauen können. Ich habe Eisen! 8 Eisen habe ich. Was machst du? Damit wir einen Weg zubauen ein bisschen. Achso. Very intelligent person, I have not thought that you could do it. Very good. Nice. Bei 15 Sekunden gehen wir zurück zum Ofen. Wir dürfen nichts drin lassen im Ofen. Warte. Ich baue alles ab. Nimm alles mit, was du finden kannst. Ja, nimm jetzt 2 Sekunden, 1 Sekunde. Deine Zeit ist vorbei. Also damit es jetzt auch der dümmste Mensch auf dieser Welt versteht. Wir sind an diesem einen Tag zweimal drauf gejoint, also insgesamt 30 Minuten. Dafür dürfen wir aber eben am nächsten Tag, an dem ich das schneide, nicht drauf. Also von mir aus gesehen heute. Dafür wieder von mir aus gesehen morgen dürfen wir wieder drauf. Dann nehmen wir wieder 2 Folgen auf. Also 30 Minuten insgesamt. Eine Folge dauert nämlich 15 Minuten und dann wieder nicht. So, ja. Okay. Also, I guess, das ist die 2. Folge. Das nehmen wir halt jetzt gleich nach der 1. auf, weil. Ja. Weil wir cool sind. Ich hab Lava! Ich hab Lava, mein Freund! Wo? Keine Ahnung, irgendwo halt. Ja, was baust du hier für Gänge, du Spast? Junge, ich bin ein Maulwurf. Hast du den Ofen abgebaut? Die 2 Öfen, die übereinander gestanden sind, oder? Die habe ich abgebaut. Ja, ja. Ja, die habe ich abgebaut. Ja. Und dann bau direkt weiter ab. Wir müssen einfach die Tiers finden, sonst ist es dumm. Ja, das. Ja. Das müsste dort irgendwo sein. Hast du es? Ja, das ist tatsächlich eine riesige Höhle. Alter, ich hab so Schiss vor dieser Lava. Wait, ich mach mal kurz einen Eimer und hol mir direkt einen Lava-Eimer. Nice, ich hab Ding nicht mehr. Ich part kurz. Mir ist Lapislazuli. Gold. Wir brauchen extrem viel Goldäpfel, die sind so wichtig. Ja, ich habe auch schon Gold. Ich hoffe einfach, dass hier irgendwo Ding ist. Dias. So viel Gold. Warte, wir müssen aber dann oben noch Äpfel holen. Aber das würde ich machen, wenn nicht zu viele Leute uns sind. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Nicht irgendwo reingegraben? Nee. Ich bin einfach nur irgendwelche Wege entlang gerannt. Lapis Lazuli brauchen wir. Warte, ich sehe deinen Namen, glaube ich. Ist das du in Sneak?
Ja, das bist du. Also, meine Freunde, das waren jetzt die ersten zwei Folgen direkt hintereinander, weil, ja, ich wünsche euch noch ein erfolgreiches Varo, falls ihr mitmacht, und falls nicht, dann nicht. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch noch. Nagamesh! Banner!